Hallo meine Damen und Herren, wir schauen uns die Aufgabe 12 an. Da ist ein Dreieck ABC gegeben und durch den Mittelpunkt der Strecke AC wurden die Parallelen gezogen, also die Parallele, einmal die Parallele zu AB und zum anderen die Parallele zu CB. Wir sollen zeigen, dass die Summe der Flächeninhalte der gelben Figuren, also dieser gelben Dreiecke, gleich dem Flächeninhalt dieser roten Figur ist. Dazu gehen wir folgendermaßen vor. Zunächst benennen wir die restlichen Punkte der gelben Dreiecke. Dann schauen wir uns nach gleichen Winkeln und gleichen Seiten um, um die Kongruenz auszunutzen. Ja, um zu zeigen, dass diese beiden gelben Dreiecke kongruent sind. Und der dritte Schritt wird sein, dass wir entsprechend dieses rote Viereck in zwei Dreiecke zerlegen und zeigen, dass diese beiden roten Teildreiecke kongruent sind zu jeweils diesen beiden gelben Dreiecken. Benennen wir also zunächst die restlichen Punkte dieser gelben Dreiecke. Da bleibt nur noch einer. Wir benennen diesen Punkt mit E und diesen Punkt mit D zunächst. Und klar ist, da entsprechend diese Strecke MACD parallel ist zu B, haben wir nach dem ersten Strahlensatz, ja, und MAC die Mitte von AC ist, dass D gerade die Mitte von AB ist. Wir gehen weiter und schauen uns um. Wir wissen, MAC und E, die Strecke MACE ist parallel zur Strecke AB nach Voraussetzung. Das heißt, wir können sofort schließen mit Hilfe des Stufenwinkelsatzes, dass der Winkel Alpha hier noch einmal auftritt. Ich nenne den mal Alpha Strich zunächst.
Die nennen wir mal 1. Diese Gleichung. So, das zweite ist, wenn wir diesen Winkel mit Gamma bezeichnen, dann tritt hier oben nochmal ein Gamma-Strich auf. Entsprechend wieder aus dem Stufenwinkelsatz folgt Gamma gleich Gamma-Strich. Den nennen wir 2. Wir wissen, dass MAC die Mitte der Seite AC ist. Das heißt, die Strecke AMAC und die Strecke MACC sind gleich lang. Also die stimmen in ihrer Länge überein. Nennen wir 3. So, jetzt haben wir also zwei Dreiecke, nämlich das Dreieck A, D, MAC und das Dreieck MAC, E, C, die in zwei Winkeln, nämlich in Alpha und Gamma und der eingeschlossenen Seite übereinstimmen. Das notieren wir. MAC und das Dreieck MAC EC. Also nach 1 bis 3. Zwei Winkeln und der eingeschlossenen Seite überein. Das heißt, nach dem Kongruenzsatz Seite, Winkel, Seite sind die beiden Dreiecke kongruent. Und das Dreieck MAC EC sind kongruent. Wenn man es abkürzt, die Schreibweise, dann wissen Sie, wie man das schreibt. So, MAC zum Dreieck MAC EC. Also sind die gelben Dreiecke
Konkurrent und damit flächengleich. Wir hatten uns vorhin schon überlegt, dass der Punkt D, also der Schnittpunkt der Parallelen durch MAC zu CB, die Mitte der Seite, der Dreiecksseite AB ist, nach dem ersten Strahlensatz. Das notieren wir nochmal. Da die Strecke MACD parallel ist zu CB nach Voraussetzung und MAC die Mitte von AC ist, ist D gleich der Mitte von der Strecke AB, und zwar nach dem ersten Strahlensatz. So, wir zeichnen die Strecke MAB E ein. Mal so gestrichelt. Die zerlegt das Parallelogramm MAC, MAB, BE, also dieses rote Viereck ist ja jetzt ein Parallelogramm, wissen wir, das ist ein Parallelogramm, in zwei Dreiecke. Und wir zeigen, dass jedes Dreieck kongruent ist. Also das Dreieck MACMABE kongruent ist beispielsweise zu dem gelben Dreieck AMABMAC. Das Dreieck A, M, A, B M, A, C ist kongruent. Also das gelbe Dreieck ist kongruent zu dem roten Dreieck M, A, B, E, M, A, C. Erste Beobachtung: Die beiden Dreiecke haben die Seite MAC, MAB gemeinsam. Zweite Beobachtung: Wir benennen den Winkel bei MAB mit Beta und dann wenden wir den Stufenwinkelsatz an. Ja, nicht den Stufenwinkelsatz, wir wenden den Satz vom Wechselwinkel an, nämlich auf Beta und auf Gamma. Wir wissen, AB ist parallel zu M
ACI. Also haben wir hier oben nochmal Beta Strich. Und den hier benennen wir mit Gamma 2 Strich. Na, den sieht man nicht so gut, also fahre ich den mal schwarz nach. Das heißt, Beta und Beta Strich sind Wechselwinkel an parallelen Geraden, also gleich groß. Und Gamma und Gamma 2 Strich sind Wechselwinkel an parallelen Geraden. Also gleich groß. Also haben wir wieder den Kongruenzsatz Seite, nee, Winkel, Seite, Winkel, also zwei Winkel und die eingeschlossene Seite jeweils. SWS folgt. Das gelbe Dreieck AMAB MAC. Ist kongruent zum roten Dreieck MAB EMAC. So, genauso gilt es natürlich für das Dreieck, für das zweite rote Dreieck MAB BE. Da können wir einmal argumentieren, dass das Viereck MAB BE MAC, also dieses rote Viereck, ist ein Parallelogramm. Wir haben die Diagonale eingezeichnet, eine Diagonale, die teilt natürlich ein Parallelogramm in zwei kongruente Dreiecke. Das Viereck MAB BE MAC ein Parallelogramm ist teilt die Diagonale MABE dieses in zwei kongruente Dreiecke, also gilt Dreieck MAB EMAC ist kongruent zu Dreieck MAB BE. Sie können natürlich genauso gut nochmal mit dem Stufen- und dem Wechselwinkelsatz argumentieren und der gemeinsamen Seite. Also wir haben hier einen Winkel, der ist ein Stufenwinkel zu Alpha und dann haben wir hier einen Winkel, das ist ein Wechselwinkel zu Gamma 2 Strich und hier die gemeinsame Seite MABE. Können Sie natürlich genauso machen. Fassen wir nochmal zusammen. Was haben wir gezeigt? Wir benennen die nochmal. Zunächst haben wir gezeigt, dass die gelben Dreiecke eins und zwei kongruent sind.
dann haben wir gezeigt, dass das gelbe Dreieck und 1 und das rote Dreieck 3 kongruent sind. Ich schreibe es mal. Nicht 2, sondern 3 sind kongruent. Und damit flächeninhaltsgleich. Und dann haben wir noch gezeigt, uns überlegt, dass die beiden roten Dreiecke drei und vier kongruent sind. Und damit haben wir die Behauptung gezeigt. Das heißt, die beiden gelben Dreiecke sind flächeninhaltsgleich der roten, dem roten Parallelogramm. Damit ist die Behauptung gezeigt.